Verehrtes Präsidium, meine Damen und Herren, die russische Zarin Katharina II. Lud Mitte des 18. Jahrhunderts Deutsche ein, sich in ihrem Reich anzusiedeln. Sie brachte ihre Sprache, ihre Religion, Traditionen und Bräuche mit. Auch wenn das historische Trauma der Vertreibung von Stalin von 1941 tief in den Russlanddeutschen sitzt, haben sie 250 Jahre lang ihre Kultur gelebt und geliebt. Ich bin einer von Ihnen. Leider bin ich in den letzten Jahren der grün-roter Politik zur Erkenntnis gekommen, in Russland bin ich deutsch geblieben, in Hamburg wollen sie es mir verbieten. Den Hamburgern wird von den Altparteien und der zwangsfinanzierten Presse ein fundamentales Empfinden und entscheidendes solidarisches Denken abgesprochen. Patriotismus. Die Liebe zur Heimat, zur Kultur, zur Tradition, zum Land, zum Grundgesetz, zu Deutschland. Meine Damen und Herren, es ist so laut, dass ich nicht mal die Rednerin verstehen kann, um zu erwägen, ob ich hier womöglich einen Ordnungsruf erteile. Also bitte ich Sie doch jetzt, Frau Petersen, zuzuhören, die das Wort hat. Bitte fahren Sie fort. Vielen Dank. Ein elementarer Wert zum Leben und Überleben einer Gesellschaft wird uns als schlecht und das Leugnen der Identität, gar des eigenen Geschlechts, wird uns als gut verkauft. Die natürliche Verbundenheit mit seinem Heimatland wird von der selbsternannten Elite des Landes verteufelt, in übersteigerten Nationalismus umgedeutet, kurzum als krankhaft diffamiert. Wer sich heute offen zu Deutschland bekennt, seine Tradition und Kultur erhalten will, der wird wie ein Verbrecher behandelt. Wer es verachtet, wird Wirtschaftsminister oder Bürgerschaftspräsidentin. Aber warum sollte es keinen gesunden Patriotismus in Deutschland geben, wie in anderen Ländern auch? Ganz einfach, es darf keinen gesunden Patriotismus geben, weil diese den Machtanspruch der Altparteien delegitimieren und etliche Politiker und Medienposten obsolet machen würde. Daher auch die Anfeindung gegen die AfD. Und wenn wir weichen, werden die Nächsten dran sein und dann die Nächsten, bis niemand sich der Grün-Woken-Revolution widersetzt. Zum Glück erkennt das Volk, welches Spiel die Altparteien spielen. Daher erreichen wir auch immer mehr Zuspruch. Denn das Volk ist nicht woke. Es ist hellwach. Vielen Dank.